Können wir mit dem sprechen? Sehr, ich Fachidioten auch verabscheuen. Der Hut ist irgendwie lässig. Ja. Dann sprechen wir mal mit dem. Willkommen im Schnabeltierparadies. Ja. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Ach so. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Ah ja. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, klingt nett. Da bleibt kein Wunsch offen. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Ja, das sieht so aus, hm? Eine interessante Frage. Sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Kann man das? Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Oh. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja. Hauptsächlich für Grußkarten. Ah ja. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier Daily abgedruckt. Oh Gott. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Ah ja. Du belieferst auch das Schnabeltier-Restaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Oh, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Ja, das wäre wirklich schlimm. Kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Aha. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu. Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Ja, das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Oh. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut. Und man kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Oh. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Ja, das haben wir ja probiert, aber da kommen wir irgendwie nicht rein. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise... Ja, na gut, das hast du uns erzählt. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Oh Gott. Probieren wir es nochmal. Ich hätte gern dasselbe wie einmal. Mal sehen. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ja, aber wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, Mitglied im Schnabeltierclub werden, wenn das so einfach wäre. Muss man hier einfach so lange probieren, bis irgendwie... Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick bitte! Ja. Was kann ich denn für Sie tun? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oder? Oh Gott. Major Panzensex Hadino Muror Vidalina La Pari
Abdomen vor. Genau. Ja. So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Ja. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltiere auf der Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ihr. Oh je. Nach der Abendkarte? Was sage ich Ihnen denn jetzt? Ja! Das ist auf jeden Fall ein sehr bedenkliches Restaurant. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Oh Gott. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ja. Mal sehen, was er jetzt sagt. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Oh je. Ihm sind die fehlenden Kinder aufgefallen. Durum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, Schnabbel die aus. Manchmal machst du mir richtig Angst, oh Herr, da findest du mich. Ja! Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ja. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Oh je. Wie soll ich vorgehen? Ordo nominem. Assur modena confuginos. Riomon verdamon. Vorbestellung. Ja! Na, dann sag ich ihm das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Genau. Wir können leider für heute keine Reservierung mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Können wir dem den Glückskeks geben? Dafür brauche ich keine weiteren. Ich kann mich vor... Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Mal sehen, was der sagt. Ich habe zwar gerade kein Bargeld am Mann, dafür aber dieses très intéressant objet trouvé. Und du hast eine Schnabeltierfibel. Ja. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Nein, kein Interesse. Mann. Können wir das mit irgendwas kombinieren? Ein nobler Tierschutzaktivist wie ich hält sich nicht mit Symptomen auf. Er hat das Unrecht an der Wurzel. Und wenn das schief geht, kann er immer noch alle Schnabeltierbrutstätten der Umgebung in die Luft sprengen. Ja, das klingt nett. Ist denn diesmal was drin? Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Bring den Glückskeks zum Angler. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Mal sehen. Dann gehen wir mal zum Angler. Hallo. Du. Was sagst du dazu? Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prallst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Aha. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ha. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Einmal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Gut zu wissen. So.
dann bringen wir das gleich mal in die Altstadt. So. Hier. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Ja. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfigur. Das ist schon das viel ist wert. Nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Aha. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Ja. Also. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Aha. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert. Also so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Ja! Das heißt, wir müssen jetzt Eier sammeln. Hier haben wir ja eins. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Ja. Mal sehen, wo hatten wir noch Eier? Da haben wir noch Eier. Ach, praktisch, jetzt hat der hier auch das... Tja, also... Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Mal sehen, der geht dahin. Jetzt geht er dahin. Jetzt geht er dahin. Jetzt geht er dahin. Wenn ich jetzt den da drauf lege, dann geht er dahin. Und jetzt? Gut. Hm. Das ist offenbar noch nicht so ganz zielführend. Haha! Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Ja. Hier können wir den Spaten mitnehmen. Ja, können wir. Weil der hat ja jetzt den Rechen genommen. Der Glatzmatz. Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz. Ja! Hässlich wie die Nacht. Gut zu wissen. So, haben wir hier noch ein Ei? Nö. Hier ist kein Ei mehr. Haben wir hier irgendwo ein Ei? Nein. Hier war, glaube ich, irgendwo eins. Da, Ei im Schornstein. Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltier. Ja, dann nimm mal mit. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. So. Laut Fibel ist das hier ja, ein Feuer. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Wie kommen wir da dran? Können wir da mit dem Spaten? Laut Fibel, ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Aber wie kommen wir denn da dran, wenn wir den Eimer nehmen? Laut Fibel brüten Feuerschnabeltiere in loderndem Feuer. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nach Städten. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Tirini, meine Sammlung wächst. Das heißt, wo das brüht, können wir uns eigentlich... Nein, ich gehe nochmal zurück. Ich gehe einfach mal hier an die Karte. Das brütet wahrscheinlich unauffälligerweise hier im Schnabeltier. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Ja.
Dann pack mal rein. Laut Vogel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt.